So, hallo zusammen. Ich möchte ganz gerne zeigen, wie man mit der iOS-App Workflow einen ganz einfachen Workflow erstellt und diesen Workflow dann auf dem Homescreen verfügbar macht, um dann schnell die Aktion auch ausführen zu können. Mein Ziel ist es, jetzt in diesem Beispiel eine interne, im WLAN interne URL aufzurufen, um damit dann eine Aktion in meinem Smart Home auszulösen. Ich habe die App schon installiert, man muss sich darüber hinaus nichts machen. Ich habe sie hier auch schon einmal gestartet. Man sieht, ich habe hier bei My Workflows habe ich schon zwei Workflows erstellt und kann hier also einen weiteren Workflow erstellen. Man kann mit einem Wisch hier in die Aktion reingehen, man kann hier drin suchen. Es gibt hier sehr viel Auswahl. Das ist kategorisiert, sodass ich hier entsprechend mir die richtigen Dinge aussuchen kann. Mir geht es hier erstmal um den Schwerpunkt, dass ich zeige, wie man diesen Workflow auch auf dem Homescreen ablegt. Das Programm an sich ist sehr vielfältig, sehr flexibel. Man kann auch im Rahmen des Scriptings mit Variablen arbeiten und die übergeben. Man kann also zum Beispiel aus einer Webseite etwas auslesen, das in eine Variable übergeben und dann an eine andere Aktion übergeben. Ich konzentriere mich jetzt mal auf das Beispiel, was ich angedeutet habe. Ich möchte also etwas auslesen, beziehungsweise eine URL aufrufen. Ich nehme hier im Beispiel mal keine aus meinem Smart Home. Das könnte jetzt also auch eine interne IP-Adresse oder ein interner DNS-Name sein, den ich hier einlege. Ich übernehme das. Oh. Dann habe ich jetzt nichts weiter gemacht, als eine URL, eine Variable zu füllen. Und um diese URL auch wirklich aufzurufen, ich möchte eigentlich nur in meinem Beispiel einen HTTP-GET-Aufruf durchführen, habe ich mich dazu entschieden, dass dies am ehesten mit dem GET-Content auf URL sicherzustellen ist. Hier kann ich auch die HTTP-Methode auswählen. Get ist bei mir genau das Richtige, sodass ich, wenn ich jetzt hier drauf drücke, auch sehen kann, dass das grundsätzlich funktioniert und ich bekomme jetzt auch hier den Get Content auf URL. Das funktioniert, ich sehe also hier das Ergebnis. Das Ganze jetzt, wenn ich das Ganze jetzt mal auf mein Homescreen legen möchte, dann kann man das Ganze hier tun, indem man Add to Homescreen anklickt. Man gibt dem Ganzen einen Namen, Test, kann hier noch ein Symbol aussuchen, eine Farbe dazu und auf Fertig drücken. Der generiert dann eine interne URL, eine interne Webseite. Das sehen wir jetzt. Es öffnet sich der Safari nämlich. Man bedient sich hier also einem kleinen Trick. Und man weist immerhin auch darauf hin, wie man jetzt vorzufahren hat. Man muss jetzt im Prinzip jetzt nochmal dieses Lesezeichen erstellen und zum Homescreen hinzufügen. Und das machen wir dann hier auch einmal. Jetzt gucken wir auf unseren Homescreen. Wir sehen hier, wir haben jetzt den Test dazu bekommen. Ups. Was passiert, wenn wir da drauf drücken? Es öffnet sich Workflow, vorherige Anzeige und man sieht auch, dass er hier die entsprechenden Arbeitsschritte vom Workflow durcharbeitet.